Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch gerne meine aussortierten Produkte zeigen, die einfach nicht bei mir funktioniert haben. Ja, da hat sich wieder ein bisschen was in dieser Kiste angesammelt, hier so. Und wenn du möchtest, Bock drauf hast und so weiter, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst könnt ihr euch super gerne in den Kommentaren unter diesem Video suchen und finden und dort halt selber Tauschpaketgruppen gründen und so weiter. Das mache ich halt super gerne unter solchen Videos oder in solchen Videos, dass ich dazu aufrufe, weil sowas halt auch so ein bisschen dazu animiert, dass Leute sagen, ach Mensch, ich hätte so Bock auf ein Trash-Paket. Also gerne mal vorbeischauen. Ich weiß, dass ich schon super viele Gruppen gegründet habe aufgrund dieser Aufrufe in den Videos und dementsprechend wünsche ich euch dabei ganz viel Erfolg und ja, schaut in den Kommentaren, vielleicht ist dort auch schon jemand, der auf der Suche ist, dem ihr euch anschließen möchtet oder so. Die Produkte, die ich euch hier zeige, werden weitestgehend nicht irgendwo, keine Ahnung, in den Müll kommen. Also fast alles davon wird in warme Hände weitergegeben, weil ich habe ja zum einen selber Trash-Pakete am Laufen. Das heißt, allein Trashisaurus habe ich, wo ich ja mit drin bin. Dann habe ich auch noch das Trashisaurus oder Trashy oder Dino 2.0 und werde dein Trash los. Da kommen die Produkte immer mit rein. Dann habe ich dankbare Abnehmerinnen in meinem Freundes- und Familienkreis, die sich immer darüber freuen. Und natürlich habe ich auch meine Kanalmitglieder, die ja ab einem gewissen Status, es müsste Ehrenbürger sein, die möglich haben, auf Aussortiertes von mir zuzugreifen. Dort lade ich dann Fotos hoch, wo man sich dann was aussuchen kann und was ich dann auch zuschicke. Und genau, also man kann jetzt nicht unter diesem Video irgendwie sagen, ach Mensch, hast du das noch? Kannst du mir das zukommen lassen? Leider nein. Deswegen drehe ich diese Videos auch immer super weit im Voraus, damit es gar nicht erst irgendwie passiert. Also ich drehe das jetzt gerade Anfang September tatsächlich. Und ja, genau. Deswegen, die Produkte sind dann sehr wahrscheinlich schon gar nicht mehr bei mir. Dann starte ich einfach mal. Und zwar habe ich hier eine Lidschattenpalette von Yves Rocher. Das ist eine kleine Granite Rose, nennt die sich. Das ist diese hier. Die ist an und für sich nicht verkehrt, aber ich finde sie jetzt wirklich gar nicht so inspirierend für mich selbst. Ich weiß auch nicht, ob ich sie mal irgendwie geschenkt gekriegt habe oder ob ich die mir mal selber geholt habe oder ob sie in einem Adventskalender war. Ich kann damit halt leider nicht so agieren, wie ich möchte. Mir fehlt auch so ein bisschen ein heller, matter Ton. Hier habe ich irgendwie einen Fussel. Und ja, genau, deswegen. Die wird weiter wandern. Oder ich habe auch einfach andere Paletten da, die ich alternativ viel, viel lieber verwende, wie zum Beispiel von Nabla. Da habe ich ja diese Quads, ne? Und da ist auch so ein Bärenquad mit dabei, was ich gerne verwende. Ja, viele Lidschattenpaletten sind hier tatsächlich auch drin. It's for you, it's for me, it's for them. Eine 9-Pan Eyeshadow Palette von Gloss Gods Cosmetics. Die ist wirklich schön, habe ich mal in Kooperation zugeschickt bekommen. Aber ich kann sie halt schwer verwenden, ohne dass ich auch gefragt werde, Mensch, wo kommt die her? Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Und das war gerade echt ein Reim, ne? Ich meine, von Lyko habe ich die mal bekommen. Ich habe aber auch tatsächlich mittlerweile jeden einzelnen dieser Töne in Paletten schon da. Also ich habe sonst immer hier diesen grünen Ton, oh, so hart gefeiert, ne? Aber ich habe so viele wundervolle bei Beauty Bay Paletten und dort sind auch diese Töne enthalten mit einer mega krassen Qualität. Also von daher weine ich da auch gar nicht mehr so laut hinterher. Von CRT London habe ich die Everyday Bouquet hier. An und für sich eine schöne Palette, wirklich zum Verreisen, wie die, wie der Name es ja auch schon aussagt, ne? Ich finde halt die Bronzer-Töne etwas, also ich finde die wunderschön, aber halt die Fännchen zu klein, sodass ich damit nicht wirklich arbeiten kann. Die Lidschatten haben eine okaye Qualität, aber ich habe von CRT London eine wirklich große, tolle Palette, mit der ich auch gerne arbeite. Die ist auch sehr neutral und da finden sich eigentlich auch diese Töne wieder. Und dementsprechend darf die jetzt einfach mal weiter wandern. Vielleicht sucht jemand ja auch eine wundervolle Reisepalette und ja, wird damit glücklich. Das weiß ich ja nicht. Dann, boah, so viele. Die Bronze Lights habe ich hier. Ich die überhaupt verwendet? Doch, ich glaube, ich hatte die mal irgendwie geswatcht oder so. Die hatte ich, ich glaube, in einer Mystery Bag oder sowas drin. Müsste von Pink Panda gewesen sein. Von Revolution ist es nämlich diese hier. Und die haben schon eine schöne Qualität. Die sind sehr, sehr schön weich und das vermisse ich tatsächlich auch bei vielen Paletten von Revolution, dass die so eine Qualität haben. Ja, aber ich greife hierzu einfach nicht. Und deswegen, ich habe sie geswatcht, deswegen kann ich sie nicht verlosen und deswegen wird sie so jetzt einfach weitergegeben, dass jemand damit glücklich wird und finde ich auch in Ordnung, ne? Ja, und ich habe halt sehr viele neutrale Paletten, beziehungsweise die ist ja auch ein bisschen warm-toned. Jetzt habe ich einen Klebe, der mir irgendwie zwischen den Finger hängt.
Das hier ist ein Produkt, das habe ich von meiner ehemaligen Arbeitskollegin ja quasi in der Kooperation bekommen. Das ist von Ringana Fresh Hair Treatment. Meine Haare mögen es leider gar nicht. Also egal, ob ich es trocken verwende oder ob ich es im nassen Haar anwende, das ist für mich zu viel. Also meine Haare werden dadurch sehr, sehr strähnig, sehr, sehr fettig. Und ich mache mir halt, nachdem ich das reinmache, so einen Bommel. Und ich hatte das tatsächlich jetzt auch schon das ein oder andere Mal dann reingemacht am Abend und habe dann am nächsten Tag gefilmt. Und das, obwohl ich halt wirklich frisch gewaschene Haare hatte und sie dann auch geföhnt hatte und so, sahen meine Haare so strähnig fettig aus. Und das war mir so unangenehm. Die Videos sind trotzdem online gegangen. Da kenne ich ja nichts, ne? Aber das war leider deswegen. Und ja, vielleicht ist einfach meine Haarroutine nicht dazu passend und dementsprechend ist es, wie es ist. Dann habe ich hier meine Handcreme geschenkt gekriegt, die leider gekippt ist von der lieben Karin. Magic Forest. Ich habe die auch sehr viel verwendet. Da dürfte vielleicht noch bis hierhin was drin sein. Hatte ich am Bett stehen und so. Aber letztens war das so, also die hat sich halt aufgeteilt in verschiedene Phasen, ne? Da wollte ich mir die drauf machen, da habe ich nicht wirklich Licht angemacht. Und es ist ja überall relativ warm, dementsprechend war die Handcreme auch sehr warm und da habe ich nicht mitbekommen, dass es sich getrennt hatte und mein ganzes Bett war voller Öl. Das war ein bisschen blöd, deswegen wird die hier jetzt leider, so gut ich sie eigentlich auch finde, in den Müll wandern, denn die ist mir wie gesagt leider gekippt. Das ist sehr schade. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette von Odens Eye Alva 2 Mini Ocean Palette. Ich bin leider kein Fan von diesen Mini Paletten von Odens Eye, muss ich gestehen. Also ich finde, die sind einfach, du hast also hier eine viel zu kleine Auswahl und ich habe so wundervolle Odens Eye Paletten, sodass ich die hier weitergebe an jemanden, der sagt, boah ja, ich brauche sie, ich finde sie wunderschön, ich liebe diese Schimmertöne, ne? Das ist der Knaller. Aber wie gesagt, ich habe ganz, ganz tolle Paletten von Odens Eye und deswegen wird die jetzt einfach mal ausziehen. Dann, ja, Nagellacke. Habe ich teilweise doppelt, habe ich teilweise, ne? Also ich habe hier so eine Kapazitätsgrenze von der Größe dieses Regals und wenn das voll ist, dann sage ich nie, wenn eine neue Farbe jetzt ankommt, die ich unbedingt da reinpacken möchte, dann muss halt irgendwie was anderes dafür ausziehen. Und ich habe einige neue Nagellacke durch Adventskalender bekommen. Deswegen, ja, ist das hier jetzt ausgezogen, ist von Essie die Farbe Starstruck Achort. Die war, glaube ich, letztes Jahr im Adventskalender drin, ist mir persönlich zu dunkel. Jetzt gerade eben habe ich aus der Beauty.at-Box ein Produkt rausgenommen, was einfach ein bisschen heller ist als dieser hier. Die Farbe ist schön. Oh, ich will euch das gar nicht zeigen, weil dieser Finger so kaputt ist. Durch die Adventskalender sehen meine Finger so übel aus. Ich will euch jetzt nicht wunde Finger zeigen. Naja, der hier quasi da in der Mitte, ne? Wow, wie kompliziert. Okay, das ist halt der kaputteste Finger überhaupt bei meinen Fingern aktuell. Okay, das ist dieser hier. Der war auch in einem Adventskalender drin, aber hat es halt nicht überlebt. Mal so, ne? Also jetzt ist jetzt quasi hier drin gelandet. Suits you swell. Wunderschön. Aber ihr seht es ja auch, die ist ein bisschen dunkler, die Farbe. Dann dieser Nagellack, den habe ich aus Trashy rausgenommen von Estee Lauder, ist mir zu langweilig. Also den mache ich mir tatsächlich so über so einen weißen drüber, habe dann so einen Perlmutt. Das ist ganz nice, aber für mich irgendwie auch ein bisschen zu wenig. Ja, ich brauche einfach ein bisschen mehr Fu. Der hier ist mir ein bisschen zu viel. Fu, auch den habe ich aus Trashy rausgenommen. Den kriege ich nämlich nur ganz schwer abgemacht. Kiko Real Glare Nail Lacquer. Der ist extrem schön. Der wird nur von der Oberfläche her sehr kompliziert. Also ich befürchte, dass es diesem hier, den ich just mit gerade drauf habe, von Trend Up, ähnlich ergehen wird. Denn der hat so eine Oberfläche, die nicht glatt ist, also du spürst halt die Glitzerpigmente und dementsprechend schwer kriegst du es den halt auch wirklich ab. Ich habe so ein Reindipfvieh. Es ist kompliziert mit uns beiden, um das mal so zu sagen. Ich gucke mal hier noch ein paar mehr Nagellacke. Hier habe ich von Catrice so einen orangenen, auch wunderschön, Tropic Like It's Hot. Von Hypoallergenic Belle, so ein dunkelgrün, so ein Waldgrün, ne? Was habe ich denn noch? Ja, eigentlich auch wunderschön von Essie. Ist das hier so ein Rot, aber der war mir dann doch zu klobig. Ich habe jetzt im Adventskalender einen etwas kleineren roten gehabt, weil so super häufig trage ich jetzt ja auch nicht rot. Der hier ist mir zu dunkel eigentlich, ne? Weil das ist ein Schwarz mit Goldpartikeln drin von Thies. Eigentlich auch eine richtig coole Farbe, aber halt für mein Empfinden hier einfach zu dunkel. So. Ganz schön viele Nagellacke, ihr seht's, ne? So ein wirklich schönes, schimmerndes Rosa, was mir aber zu dezent auf den Nägeln ist. Let Me Be Your Favorite, ein dunkles Beeretönchen von M. Asa Magic Finish.
Genau, das ist dieser hier. Auch ein schönes Tönchen. Also alles schöne Töne, kannst nichts zu sagen. Ne? So alles nice and spicy. Der hier ist matt, das hat mir nicht so gut gefallen. Von Essence Hugs and Teddies aus einer Limited Edition. Ja, ich habe jetzt so einen matt Topcoat auch aus dem ein oder anderen Adventskalender tatsächlich hier bei mir. Ich weiß noch nicht, ob ich das mag. Bin ja eigentlich eher ein Fan von glänzenden Nägeln. Noch ein Nagellack hier von Kia Charlotta oder Kia Carlotta, der Vegan Nail Polish. Auch eine schöne Farbe, aber für mich halt irgendwie auch zu dezent. Und das hier ist so ein Move-Ton. Auch eine schöne Verpackung. Cuvée Move Vino Lack. Also wunderschön, ne? Kann man nicht. Also der war der Burner, aber halt von der Farbe her ziemlich öde. Der hier ist gar kein Nagellack. Okay, ich glaube, das wären jetzt erstmal alle Nagellacke gewesen. Ja, machen wir mal weiter mit weiteren Produkten. Blushes habe ich hier. Da habe ich zwei von Catrice. Das ist einmal dieses Superwoman to Be. Der ist mir in der Farbe Golden Coral 030 irgendwie zu dezent sogar. Man glaubt es kaum. Den hier sehe ich fast gar nicht auf meinem Gesicht. Eher Blush Matt in der Farbe 110 Peach Heaven. Ne? Ja. Genau, also ich habe mittlerweile auch so viele Blushes, da muss man auch mal durchschauen. Aus der Berry Crush Limited Edition von Alterra habe ich diesen Schimmerblush aussortiert. Das ist für mich einfach irgendwie so ein Anti-Produkt, ne? Weil es ist für mich für einen Blush zu schimmernd, für einen Highlighter zu dunkel. Bei mir persönlich funktioniert es einfach nicht. Dann habe ich dieses Duo auch aussortiert von Catrice. Chic Affair Blush and Highlighter habt ihr ja auch in meinem Video gesehen, wo ich die verwendet habe. Der Highlighter zu dunkel und oder weiß ich nicht. Zu dunkel war der, genau. Und der Blush hat mir auch nicht gestanden, also war ich nicht so von hin und weg. So, das sind Highlighter. Das ist ein Doofy. Das ist auch noch ein Blush. Viele stehen ja auf diese Farbe, ne? Von Wet n Wild ist das die Farbe Pearlescent Pink. Ist auch zu irgendwas ein Dupe mal gewesen. Also, ja, der hat halt auch wieder Schimmer drin und so. Und irgendwie, ich mag den nicht so gerne. Ich verwende den auch nicht so gerne. Face Zero habe ich hier auch noch drin. Making Moves. Der ist mir zu schimmernd auch wiederum. Manchmal ändert sich ja auch ein Geschmack. Ne? Mittlerweile mag ich einfach nicht mehr so super gerne Schimmer. Der ist auch so ein bisschen wie der Nars Orgasm, aber auch nur ein bisschen. Weil dieser Goldschimmer hier drin ist schon sehr intens. Von Sleek habe ich auch tatsächlich aussortiert. Den Slim Thick. Das ist dieser hier. Sleek, weiß ich nicht, spricht mich auch gar nicht mehr so an. Das ist auch so ein ganz, ganz dunkler. Passt mir halt auch einfach nicht, ne? Genauso den Rose Gold. Und das ist der Dupe, oder soll der Dupe ja sein, oder das Dupe zu dem Nars Orgasm eigentlich. Und hier haben wir halt extrem Goldschimmer drin. Also du kannst wirklich einige von den Highlightern, sage ich jetzt auch schon, Blushes, die ich dir gerade gezeigt habe, in einen Topf werfen, ne? Das ist schon sehr vergleichbar. So, dann habe ich jetzt hier nochmal einen Blush von Botanic Beauty. Der ist mir einfach zu wenig vorhanden. Peach Blossom, ne? Auch das eine sehr, sehr helle Farbe. Und ich bin ja sehr hell. Und ja, deswegen. Wenn er bei mir schon nicht funktioniert, dann ist das ja schon schwierig. Der ist mir auch zu schimmernd. Von Rival de Loup Oil Infused Blush. Der durfte jetzt auch einfach gehen. Yo, das ist echt krass, wie viel hier einfach gehen darf. Also ich bin auch selber ein bisschen wehleidig tatsächlich, ne? Weil das ist ja auch einfach Monetas. Okay, Lethe Cosmetics habe ich hier. Das ist die Face Powder Palette in der Farbe Vernal. Viel zu dunkel für mich. Viel zu dunkel. Viel zu dunkel. Einzig der Highlighter ist relativ passend, aber guckt euch mal den Blush und guckt euch den Bronzer an. Ich weiß, Jenny von Jennys Highlights würde schreien und sagen, ich möchte diesen Blush gerne haben. Ich kenne die Leute doch. Ja, ja, es ist schon krass, ne? Aber ja, der Bronzer, den muss ich wirklich so zart auftragen und der Blush ist einfach Backstein. Das geht gar nicht bei mir. Wie gesagt, nur der Highlighter funktioniert. Und da hat Lethe sich wirklich was ganz Verrücktes überlegt, dass die halt diese Palette so zusammengestellt haben, ne? Verrückt, Leute. Dann habe ich hier noch die Berry Crush Eyeshadow Palette. Die hat mich ja leider ein bisschen enttäuscht. Von innen überhaupt nicht Beeretöne. Gar nicht, ne? Ja, ich habe noch eine andere Alterra Palette, die ich einfach deutlich lieber mag. Jedenfalls deutlich besser in Erinnerung habe. Ja, das ist Sunny Cosmetics by René. Das war ja auch irgendwie so ein nice try, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Die Marke gibt es ja, glaube ich, so gar nicht mehr. Da habe ich hier einmal die Gossip Glam. Die fand ich auch gut. Habe ich auch geliebt, ganz offensichtlich. Schöne, beerige Töne, aber da habe ich mittlerweile welche von einer anderen Qualität, also besseren Qualität, mir besser gefallen. Wobei die Qualität war auch derbe, ne? Also du hast derbe was auf die Augen gekriegt. Sowohl matte Töne als auch Schimmer waren richtig krass und es hat auch Spaß gemacht, aber
Ja, irgendwie catcht mich das nicht mehr ganz so. Da habe ich jetzt die Sunset Glam hier auch noch. Die kannst du auch so schön als Blush Bronzer Highlighter verwenden. Augenbrauen, was habe ich damit rumgerödelt? Es hat mir auch Freude bereitet, die zu verwenden, ne? Aber die kann ich euch auch so gar nicht mehr wirklich zeigen. Nun, schade, schade. Schokolade. Dann habe ich hier die Essence Hugs and Teddies Eye and Face Palette auch aussortiert. Ja, ne? Also Highlighter ein bisschen zu dunkel, deswegen habe ich den als Highlighter verwendet. Das war ein bisschen schöner. Blush wundervoll. Ja, das hier kann ich noch als Bronzer nehmen, aber der ist schon sehr klein vom Pfännchen her. Als Lidschatten auch eine feine Geschichte, aber halt auch wiederum sehr zurückhaltend. Und da habe ich andere Paletten, zu denen ich halt einfach mehr greifen würde. Auch das hier ist ein Produkt aus einer Kooperation. Big Booster Daily Drops Lichtschutzfaktor 50 Plus von Uncorrupted Beauty. Das war mir leider zu stark parfümiert. Also ich habe das wirklich noch ein paar Mal ausprobiert. Ich habe es nicht hingekriegt, das wirklich drauf zu lassen, weil mir das einfach auch echt in Rachen gekrochen ist und auch in den Mund gekrochen und ich mochte es dann einfach nicht mehr. Ja, ein Sonnenschutzfluid hat bei mir leider nicht so funktioniert, aber ich habe halt auch der Firma mein umfassendes Feedback nach dem Video auch zukommen lassen. Dann habe ich hier von Iconic London ein Produkt, was wir, glaube ich, mal in der Box drin hatten. Das ist so ein Duo. Im Prinzip sind es zwei Highlighter, ne? Light and Glow Duo steht hier hinten drauf. Ja, ein Highlighter, der passt, einer, der mir zu dunkel ist. Was soll ich damit? Ich habe Highlighter von Iconic, die mir passen. Sweetie Pie von Too Faced. Ja, ist ja nicht schön. Ja. Wirklich schön, aber für mich ist es weder Blush noch Bronzer tauglich, ne? Deswegen trennen wir uns. Dann habe ich von Art Deco hier den Just Glow Powder. Der hat mir, glaube ich, zu viel geglitzert. Just Glow. Jo, der war einfach sehr, 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 sehr glitzernd. Cool fand ich aber tatsächlich, dass Art Deco hier eine Edition rausgebracht hat, die einfach, ich weiß nicht, ungefähr nur die Hälfte von dem gekostet hat, was die normalerweise veranschlagen, ne? War einfach cool. Von Melt Cosmetics habe ich hier ein Produkt. Das ist ein Highlighter, der mir viel zu heiß ist, genau. Viel zu hell ist. Ghost Light, Blush Light. Das ist niemals ein Blush Light, Leute. Niemals. Niemals ist das ein Blush Lighter. Das ist ein Highlighter. Und zwar ein richtig, richtig weißer, heller, krasser. Oh mein Gott, Highlighter. Ne? Deswegen wird der jetzt hier auch einfach weiter wandern. Dann auch eine Palette, die so schön ist, von Catrice. Oh mein Gott, ne? Diese Limited Edition ist doch Beautiful Pearl Glaze, Pearly Eyeshadow and Blush Palette. Aber nur Schimmertöne. Ja, ne? Ich habe mir letztens erst aus Trashy eine nur Schimmerpalette rausgenommen, aber egal. Das ist halt was anderes. Die ist wunderschön. Die kannst du auch wirklich mit allen möglichen, also mit Bronzern kombinieren oder mit einer Neutrals-Palette, die du so hast, ne? Aber irgendwie, wenn ich sie aufklappe, catcht sie mich nicht so, als wenn sie so geschlossen ist. Ne? Und dann ist man so enttäuscht, wenn man die Palette aus dem Regal nimmt und dann guckt man rein und denkt sich, und das möchte ich nicht. Dann habe ich eine Mascara Make Me High von NAM. Habt ihr auch in meinem Full Face NAM gesehen? Mascara für Curly Lashes mit optischem Lift-Effekt. Also die hat mich jetzt nicht so abgeholt. Die wird nicht irgendwie im Trash oder so weitergegeben. Die geht an Familie und Freunde. Ne? Da sind wir einfach auch ein. Da kannst du auch Mascara weitergeben, jedenfalls bei uns, weil wir sind auch sehr eng miteinander. Wir trinken auch aus den gleichen Gläsern und so, also da kennen wir nichts. So, auch von NAM habe ich hier diese Highlighter-Geschichte. Das ist mir, nee, zu dunkel. Das funktioniert so nicht. Ja, das gebe ich weiter. Auch wenn die liebe Katrin von Katrins Welt und so gesagt hat, ist super gegen Augenringe. Also da habe ich gute Concealer, die auch so funktionieren. Da brauche ich das Produkt nicht für. Von Iconic London ist es, wie gesagt, in der Farbe Rose Riot das Sheer Blush. Es ist super beliebt, habe ich gehört. Aber bei mir ist es einfach nicht so wirklich da. Also es ist nicht wirklich vorhanden und da kann doch sicherlich jemand anderes mit glücklich werden. Bei Beauty Bay habe ich hier die Brush Up Brows Brow Soap. Die ist auch noch relativ unberührt. Ja, die ist einfach nur geöffnet, ne? Und deswegen gebe ich die halt nicht in der Verlosung weiter, sondern halt als Trash. Und das soll halt wie so eine, wie heißt die von Anastasia Beverly Hills, diese Brow Freeze-Geschichte, ne? Das ist mir zu krass. Mist, jetzt ist Trashy gerade hier weggewandert. Den hätte ich reinpacken müssen beim nächsten Mal. Hier, Colourpop, Frozen 2, The Dark Sea. Das ist halt einfach so ein extremer Glitter. So krass und irgendwie auch so, so beängstigend fast schon. Also wirklich schön ist er definitiv, ne? Ist jetzt vielleicht auch eine ganz geile Sache, wenn man jetzt so mega krasse Looks im Winter schminken möchte oder so und sich dann halt irgendwie so ein
Glitterflitter mit reinmacht. Das kannst du dir, glaube ich, sogar auch mit in die Haare geben, aber krieg dann mal raus, Leute. Naja, wird dann an spezielle Hände weitergehen. Auch von NAM habe ich aussortiert den Concealer. Ich habe zwei Concealer ausprobiert. Der hier hat nicht so gut funktioniert. Creaseless Camouflage, der war leider nicht so gut wie der andere, den ich ausgetestet habe. Schaut euch am besten das Full Face an. Der hier kommt... Ich weiß es nicht. Bell Hypoallergenic Detox. Ich glaube, der kommt im Müll. Anti-Pollution. Ich fand den so merkwürdig. Mit Matcha. Ich glaube, der kommt im Müll. Der hat bei mir halt wirklich bei jeder Foundation, die ich damit... Nee, der kommt im Müll. So gar nicht harmoniert. Ne? Es hat direkt gekrümelt und so. Den Glass Skin Balm von Lavera. Da sehe ich halt irgendwie für mich keinen Nutzen drin. Das soll ja wie so ein Highlighting-Produkt sein. Nee. Nee. Noch ein Highlighter, der Riva Loves Me Kisses and Confetti. Also das war eine Limited Edition, die rauskam. Aber der ist ziemlich genauso wie der von Maxime aus der ersten Limited Edition Holy Grails. Deswegen brauche ich jetzt nicht zwei Stück davon, weil das doch ein sehr, sehr klobiges Produkt ist. Ach, guck mal, da oben ist ja noch so eine Folie drin. Man glaubt es kaum. Ja, guck, ne? Dann schenke ich irgendwem auf jeden Fall dieses Herz. Dann habe ich hier einen Concealer, den habe ich von jemandem zugeschickt bekommen. In zwei verschiedenen Farben, NC10 und NC15. NC10 passt perfekt, deswegen gebe ich NC15 weiter. Von MAC, der Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. Und der ist wirklich sehr, sehr gut, aber der hier ist mir dann ein Tick zu dunkel. Während der andere, der dann ja auch behalten wird, mir sehr gut passt. Ne? Der hier ist mir nämlich wirklich zu gelb. Das sieht man ja auch direkt. Ne? Und der andere ist halt heller und passt dementsprechend etwas besser bei mir. Ja, dann habe ich hier noch einen Lipgloss, den ich merkwürdig fand. Celebrate the Day aus der Rival de Loop Limited Edition Water-Based Lipgloss. Der ist auf den Lippen einfach kaum sichtbar. Da kann ich genauso gut einen Lippenpflegestift nehmen. Auch sowas geht an Familie und Freunde weiter. Ich habe es auch nur einmal verwendet. Ne? Dann habe ich hier von The Body Shop, habe ich auch ein Fullface zugeschminkt. Freestyle Multitasking Color Crayon. Hat mich nicht so abgeholt. Habe ich als, habe ich das sowohl als Augen- als auch als Wangenprodukt verwendet? Ich glaube schon. Hat mich nicht so. Ne? In der Farbe Low Key? Nö. Muss nicht sein. Von Payette habe ich hier das My Payette Regard Glow. Ein Stick. Soll im Prinzip wie so eine Art Concealer sein. Unter den Augen soll es aufhellen. Und der ist mir halt ein bisschen zu dunkel. Ne? Deswegen wird der jetzt nicht bei mir bleiben. Man sieht es auch, glaube ich, ganz gut. Also Bright Eyes kriege ich persönlich damit nicht unbedingt bei mir hin. Deswegen, ciao Kakao. Schön mit Ö. Dann habe ich hier von Iconic London das Brow Gel, müsste das sein. Liquid Brow Silk. Genau, das war mir zu klumpig. Das ist mir richtig weiß in den Augenbrauen geworden. Dann habe ich hier das Plump and Color von Project Lip. Ich weiß gar nicht, warum ich das aussortiert habe. Müssen wir mal gucken. Ach Gott, ja, das war so hardcore. Das war hardcore. Ey, das habe ich in meinem Look Fantastic Video verwendet. Das brennt wie Feuer. Ich glaube, das mache ich vielleicht so als Mutprobe beim nächsten Mädelsabend. Jo, das ist echt krass. Also, der Wahnsinn. Dann habe ich ein Augenbrauenprodukt, was ich einfach so nicht gerne mag. Also ich mag nicht gerne Augenbrauen-Mascaras, weil ich habe drei Haare Augenbrauen. Da brauche ich sowas nicht. Maybelline Tattoo Brow, das Styling-Gel, ne? Ist in welcher Farbe? Wahrscheinlich auch in meiner passenden Farbe, habe ich mir mal irgendwann gekauft, aber... Ich sehe sie halt auch gerade irgendwo nicht. Egal, ist auf jeden Fall nicht so meine Welt. Dann habe ich hier noch einen Browfixer von By Beauty Bay in der Farbe Biscuit. Das ist so ein Dupe zu dem von Benefit, ne? Dem Gimme Brow Plus. Also du hast ja auch diese Fasern mit dran. Aber das hier ist leider zum einen ausgetrocknet und zum anderen verwende ich sowas einfach nicht. Deswegen gebe ich das hier am liebsten schnellstmöglich weiter, sodass ich das auch nicht entsorgen muss, so wie das gerade. Dann habe ich hier von NYX, den habe ich geswatcht. Deswegen kann ich den auch bei den Kanalmitgliedern weitergeben, gegebenenfalls. NYX, das Vivid Matte Produkt, Vivid Matte Eyeliner, nein, Matte Liquid Eyeliner, genau, in Weiß. Ja, trage ich nicht, ne? Also, trage ich wirklich nicht. Habe ich wirklich drüber nachgedacht, aber ich trage ihn einfach nicht. Dann habe ich hier auch aus meinem Full Face mit The Body Shop die Turn It Up Volumizing Mascara, die war mir einfach viel zu wenig, ne? Ich habe da einfach mittlerweile meine Ansprüche.
und brauche dann auch nicht jedes Produkt behalten. Dann habe ich hier auch aus dem Catrice Sortiments Update Calligraph Pro Precise Matte Liner. Der hat nicht so gut gemalt. Der war wirklich nicht so gut. Dann habe ich hier den, dann habe ich hier Long Lasting Brow Tint, 20 Stunden Halt, von Judith Williams. Ist leider nicht meine Farbe. Das ist mir einfach viel zu warm gewesen. Das sah echt übel aus, ne? Ist so ein Filzstift. Ebenso hat mir nicht gefallen Easy and Fast Eyebrow Styler in Waterproof von Judith Williams. Das muss auch leider mich verlassen. Hier habe ich noch so ein, ich habe mich echt von solchen Sachen getrennt, die ich nicht verwende. Essence Thick and Wow Fixing Brow Mascara. Brauche ich nicht weiter was zu sagen, ne? Ist in der Farbe Caramel Blonde. Ist tatsächlich ganz schön viel Produkt an diesem Spoolie. Und ja, nee. Dann habe ich hier ein als nächstes gibt es hier von Ruba Loves Me Beyond the Shadows. Das ist eine Limited Edition, was ich jetzt aber leider entsorgen werde. Transparent Pigment Base. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, ob ich mir das nicht sogar vielleicht mal aus Trashy rausgenommen habe. Riecht nicht mehr ganz so lecker, um mal ehrlich zu sein. Habe ich aber auch ein paar Mal verwendet. Hat okay funktioniert, aber nichts geht über den NYX Glitter Glue. Der mittlerweile bei mir auch schon wieder am... Der will nicht mehr so. Aber der ist leider noch nicht leer. Das ist echt schade. Von Lavera habe ich den Glass Shadow hier. Das hat leider gar nicht funktioniert. Also rutscht rum, trocknet nicht wirklich an und ist gar nicht meine Welt. Also da gibt es wirklich andere Sachen, die viel, viel besser sind. Und hier habe ich das letzte Produkt von Colourpop. Auch nur geswatcht, nicht auf dem Auge verwendet. Das ist ein Liquid Liner in Blau. Also wunderschön. Aber da habe ich andere, die einfach mir besser gefallen. Ne? Von Marken, wo man halt vielleicht auch ein bisschen eher so drankommt. Und den hatte ich, glaube ich, auch mal in so einer Mystery Box drin oder so. Und habe ihn, wie gesagt, auch nur geswatcht. Also da nicht am Auge selber verwendet, sodass ich den dann auch weitergeben kann. So, das ist es nur gewesen. Es ist wieder ganz schön viel gewesen, ich weiß. Und wir schauen einfach mal, wann ich das nächste Mal diese Box voll haben werde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das bei den Produkten, die ich aussortiert habe, ähnlich seht. Ob ihr vielleicht sagt, nein, das ist so gut, oh mein Gott. ja, können wir uns gerne in den Kommentaren austauschen. Vielleicht habt ihr auch Tipps, um Produkte zu zweckentfremden oder so, ne? Dass diejenigen, die vielleicht das Produkt in der Sammlung haben, mal nachlesen könnten, wie man das anders verwenden könnte. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.